Es ist also ein bisschen unterschiedlich über den Ländern, aber unsere beiden Hauptsorgenkinder, Griechenland und Portugal, haben sich 3 Jahre lang schon oder 3,5 Jahre bis zum Jahresende 2010 gerechnet, durch die Druckerpresse finanziert. Ab Sommer 2007 floss dort kein privates Geld mehr hin. Alles kam von der Druckerpresse. Bei Griechenland und Portugal sind wir jetzt in das 5. Jahr der Totalrettung dieser Länder eingetreten, wo alles Kapital, welches aus dem Ausland kommt, öffentlicher Natur ist. Erst die Druckerpresse und dann die offenen Rettungspakete noch hinterhergeschoben. Im Wesentlichen ist es derselbe Vorgang. Der Bundestag denkt, wenn er heute beschließt, es sei jetzt eine plötzliche akute Krise, die könnte man lösen mit sehr viel Geld, welches man hier bereitstellt, und dann wird das vorbeigehen. Er übersieht, dass er die zweite Rettungsaktion jetzt eigentlich hier steuert über den EFSF. Die erste große Rettungswelle kam schon über die Druckerpresse des Zentralbankensystems. Was bei Italien jetzt läuft und Deutschland, ist abenteuerlich. Jetzt gibt es eine Kapitalflucht von 90 Milliarden in 2 Monaten. Die Italiener verkaufen ihre Staatspapiere an die Banken. Die verkaufen an die Banker, also entweder direkt an die Banca d'Italia oder die Banken kaufen mit einem Kredit, den sie bekommen haben von der Banca d'Italia. Und kaufen sich in Deutschland ein. Sie kaufen deutsche Aktien. Das ist einer der Gründe, weshalb die Aktienkurse noch so hoch sind. Und im Austausch kriegt die Bundesrepublik Deutschland eine Targetforderung gegen das EZB-System und die EZB gegen Italien. Das ist ein reiner Asset-Swap, der hier im Moment stattfindet. Wenn der Euro zerplatzen sollte, was keiner hofft, stehen die Italiener mit echten Vermögensobjekten da, die sie besitzen, und wir haben eine Targetforderung gegen die EZB, wo wir überhaupt nicht wissen, ob die dann noch einklagbar ist, wenn es den Euro nicht mehr geben sollte. Denn das ist rechtlich überhaupt nicht geregelt. Es ist nur geregelt, was passiert, solange der Euro weiter existiert. Wenn er nicht mehr existiert, muss das alles neu verhandelt werden. Dies ist der Kern der europäischen Krise. Das ist der Kern der Zahlungsbilanzkrise, die wir in Europa haben. Das Target-System ist die Achillesferse des ganzen Systems. Weil dadurch, dass sich jeder Geld drucken kann, wenn er keins mehr findet am Kapitalmarkt, kann er natürlich auch Rettungspakete erzwingen. Er kann ja sagen, wenn er mich jetzt offiziell rettet, zahle ich höhere Zinsen, als wenn ich mir das Geld drucke. Für das gedruckte Geld, für diese Target-Kredite, zahlt man den Hauptrefinanzierungssatz. Für die offenen Rettungspakete muss man 6% zahlen. Die Druckerpresse im Keller schafft ein gewaltiges Erpressungspotenzial gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Weil man sagt, wir dürfen uns das Geld ja drucken, wenn ihr nicht wollt, ziehen wir einfach Kredit über das System. Und wenn ihr diese Form von Kredit nicht wollt, dann müsst ihr uns offiziell retten. Und das steht hinter dem, was heute der Bundestag beschließt. Das Problem ist doch einfach folgendes. Hier links haben wir die Staatsschulden von Deutschland und Frankreich, und hier haben wir unsere Krisenländer, und mit Italien zusammen sind das 3,35 Billionen Euro. Dazu kommen 450 Milliarden Target-Schulden. Da bewegen wir uns also in dem Bereich von knapp 4 Billionen Euro. Wenn ich 780 Milliarden habe und heble die um den Faktor 5, dann habe ich auch 4 Billionen knapp. Darum geht es. Es soll also die gesamte Staatsschuld dieser Länder abgedeckt werden durch den entsprechenden Hebel. Und letztlich geht es dann um die Frage, wer übernimmt eigentlich diese Wertpapiere? Wer übernimmt das? Die City of London ist natürlich nervös. Wall Street ist nervös. All ihre Journale schreiben immer denselben Sermon: Ihr Deutschen werdet euch eurer historischen Verantwortung bewusst, weil sonst die Welt untergeht, wenn ihr das nicht tut. Es geht aber nicht die Welt unter, es geht das Vermögensportfolio von jenen Investoren unter, die diesen Schrott gekauft haben. Und sie sind natürlich nervös jetzt, weil sie Angst haben, dass sie ihr Geld nicht wiederkriegen von Italien und Spanien und den anderen. Und jetzt suchen sie einen Dummen, dem sie das verkaufen können, und der Dumme sind wir.
Darauf läuft es hinaus. Darauf läuft es hinaus. Die Beruhigung der Finanzmärkte ist eine Politik, die den deutschen Rentner, Hartz-IV-Empfänger und Steuerzahler extrem beunruhigen muss. Denn es geht um die Frage, wer übernimmt den Schrott? Der Konsum, der sich hier spiegelt, der ist ja schon passiert. Das Geld ist ja aufgegessen. Das ist ja nicht mehr da. Und es kann auch nicht, jedenfalls nicht in vollem Umfang zurückgezahlt werden. Irgendwer muss die Lasten tragen. Die Frage ist nur noch, wer trägt diese Lasten? Diejenigen, die die Papiere gekauft haben, wollen jedenfalls die Lasten nicht tragen und suchen jemand anderem, dem sie das übertragen können. Und das sind jetzt offenbar wir. Das wird der Bundestag heute beschließen. Die Haftungssummen, um die es hier geht, sind astronomisch. Die Target-Verbindlichkeiten liegen bei 404 Milliarden Euro. EZB-Staatsanleihenkäufe sind eben schon 170 Milliarden. Erster Rettungsplan Griechenland, IWF dazu, zweiter Rettungsplan Portugal, Irland, macht 360 Milliarden an Krediten, die bislang schon vergeben sind, und 574 Milliarden Kredite, die über die EZB liefen. Hiermit haben sich die Parlamente beschäftigt und unter großen Bauchschmerzen einstimmig zugestimmt. Das lief alles ohne Parlamente, beschlossen durch diesen Europäischen Zentralbankrat, wo jedes Land die gleiche Stimmenzahl hat. 933 Milliarden Kreditvolumen bislang. Und jetzt kommt die Ausweitung des EFSF. Die Hebelung ist hier nicht dargestellt. Da sind diese Summen. Das macht ohne EZB 1.200 Milliarden und mit dem EZB-Geld zusammen sind das 1.773 Milliarden Euro. Was trifft uns? Naja, das weiß man natürlich nicht. Im schlimmsten aller Fälle, wenn die Krisenländer wirklich in Konkurs gehen und ihre Sicherheiten, die Sicherheiten des Bankensystems nichts mehr wert sind, die Banken sind dann ja auch alle tot, weil die haben die Staatspapiere. Wenn ein Staatsbankrott heißt immer ein Bankrott des Bankensystems. Das wäre im äußersten Fall dieses. Aus den verschiedenen Anteilen kann man das rausrechnen, 561 für Deutschland. Das ist mit Italien, ohne Italien ist es etwa 460 Milliarden, wenn nur Griechenland, Irland, Portugal, Spanien in die Pleite gehen. Italien macht es nicht so viel größer, weil ja hier unser Betrag der Sicherung gedeckelt ist aus den 780. Das sind schon erhebliche Beträge. Und es bleibt eben nicht dabei. Wenn wir diesen Weg angefangen haben, müssen wir ihn auch weitergehen. Um nichts in der Welt werden wir in der Lage sein, diese 780 Milliarden zu halten, wenn die nicht reichen sollten. Sondern dann kommt die nächste Rettungsrunde, wo das dann auch noch entsprechend vergrößert wird. Wenn man aufhört zu retten, fallen die Preise. Es müssen in vielen Vermögensportfolios Abschreibungen vorgenommen werden. Viele Banken werden kippen. Die muss man dann retten, vom Steuerzahler aus. Aber dann ist Ruhe. Dann sind die Preise niedrig. Dann kehren die Investoren zurück. Und ob diese Abwertung geschieht nur durch Preissenkung von Assets im Euroraum oder Austritt, ist letztlich egal. Das ist ein Gewitter. Und nach dem Gewitter scheint die Sonne wieder. Aber in dem Maße, wie ich hier die Dauerrettung etabliere, bleibt die Flaute aufrechterhalten und die Krisensituation verschwindet nicht. Und das ist genauso bei den Preisen und Löhnen. Solange ich die Defizitländer finanziere mit einem öffentlichen Kreditfluss, der den privaten Kreditzustrom ersetzt, müssen sie ja nicht billiger werden. Das heißt, der Prozess der realen Abwertung findet nicht statt. Und deswegen bleiben auch die Außenhandelsdefizite aufrechterhalten. Die müssen also jedes Jahr wieder finanziert werden. Die Außenhandelsdefizite von Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien zusammengenommen sind 150 Milliarden im Jahr. Die Politik sagt dazu, wir kaufen Zeit. In Wahrheit verliert man Zeit. Jedes Jahr, um das die Lösung hinausgeschoben wird, vergrößert die Außenschuld dieser Länder um 150 Milliarden Euro. Das System stabil zu halten, brauchen wir unbedingt eine Bremse für den Kapitalverkehr. Diese exzessiven Kapitalströme sind der Tod Europas.
Und deswegen brauchen wir Zinsspreads. Nur mit Zinsspreads bleiben sie begrenzt. Das ist die einzige Kontrollfunktion, die wir haben. Nur wenn die Schuldnerländer höhere Zinsen zahlen müssen, hören sie auf, sich zu verschulden, privat und öffentlich gleichermaßen. Dadurch wird der Kapitalfluss dorthin begrenzt, dadurch wird der Boom begrenzt. Es gibt keine Blase, es gibt diese Außenhandelsdefizite über den Import nicht. Nicht? Und gleichzeitig gehen die anderen Länder nicht so stark in die Flaute, da entwickeln sich nicht so große Außenhandelsüberschüsse. Wir brauchen unbedingt ein System in Europa zur Begrenzung der Kapitalflüsse und das ist der Kapitalmarkt selber mit Zinsspreads. Aber Retterei tendiert dazu, diese Zinsspreads zu reduzieren und im Extremfall, wenn wir Eurobonds hätten, dann wären sie halt weg und dann hätten wir ein System der maximalen Destabilisierung des Euroraums. Ich weiß auch nicht, wieso ein Staatensystem, selbst wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa hätten, eine Sozialisierung der Schulden der Einzelstaaten implizieren sollte. Ich finde das eine vollkommen abwegige Idee. Und wenn der gesamte Bundestag anderer Meinung sein sollte, er wird mich davon nicht überzeugen. Wir müssen es machen wie in den USA. Die Targetsalden gibt es dort auch. Die müssen einmal im Jahr mit marktfähigen Assets bezahlt werden. Nun kann man nicht von Irland erwarten, dass sie 150 Milliarden Euro auf den Tisch legen, um die Bundesbank zu bezahlen, was sie müssten. Man braucht eine Grandfathering-Regel, um die Altbestände irgendwie anders zu behandeln, als das, was neu hinzukommt. Aber man kann nicht mit dieser Target-Politik einfach so fortfahren und den Ländern erlauben, beliebig viele Güter und auch Vermögensobjekte in Deutschland zu kaufen mit selbstgedrucktem Geld und uns geben sie dann gerade mal einen Schuldschein, den man gar nicht einlösen kann. Das ist ja doch die Politik. Wie viel Hochtiefs wollen Sie denn noch kaufen mit dem selbstgedruckten Geld? Wo soll denn das hinlaufen? Macht es wirklich Sinn, dass wir Hochtief abgeben und kriegen eine Targetforderung im Austausch? Das ist doch eine Politik, die können wir doch nicht mittragen. Da muss eine Schranke eingebaut werden. Und deswegen ist das A und O für ein besser aufgestelltes Europa, dass wir diese Target-Salden in dem Sinne begrenzen, dass die bezahlt werden müssen mit richtigen Assets. Dann hört der Spuk auf und dann ist auch das Erpressungspotenzial für die nachgelagerten Rettungspakete weg. Da liegt der Kern des Geschehens. Und solange wir an die EZB nicht rangehen, können wir uns drehen wie wir und wenden, wie wir wollen. Wir kriegen die Sache nicht in den Griff. Wir werden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Darauf läuft es hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus